Oh, da zittern alle drauf hin, denn klar ist, die wird dann erstmal kein Gas mehr liefern und wenn die Wartungsarbeiten vorbei sind, müsste sie eigentlich wieder mindestens auf 40% der Kapazität wie jetzt hochfahren. Aber was, wenn sie es nicht macht? Dann ist das Gasproblem so richtig groß und dann schaffen wir es noch mit noch weniger Wahrscheinlichkeit durch den Winter. Okay, so what you see here, this is solar site protection for your balcony. And this is a set that generates green energy from this, basically doorsteps of your balcony. As you can see, there's quite a lot of site protections on balconies that are pretty much dead and don't do anything for us or for our environment. And I think we can definitely generate more energy from such a balcony set and do good for environment. I think since the war has started in Ukraine, it has been a very big mission to make sure that I reduce the reliance on the Russian gas and oil, not just in Germany, but in general in all the countries. And I simply want independence or energy independence for people and to make sure that we don't fund wars. Da sollen eigentlich die privaten Haushalte, die sollen geschützt sein, Krankenhäuser und so weiter. Da gibt es also geschützte Verbrauchsgruppen, die auf jeden Fall Gas weiter beziehen können sollen. Leidtragende werden dann verschiedene Industriebereiche, vielleicht erstmal der Freizeitbereich, Spaßbäder, Hallenbäder, Saunen und so weiter. Aber wenn es dann in die Richtung Industrie geht, ist die Frage, kriegen die Gaskraftwerke Gas zur Stromproduktion? Kriegt die Industrie genug Gas, um Stahl zu produzieren, Metalle zu schmelzen, chemische Grundstoffe herzustellen? Alle Gasquellen, die man finden konnte, hat man gefunden. Also es ist einfach ein träger Markt. Es ist nicht so leicht, weil das so stark von der Infrastruktur abhängig ist, von Gaspipelines, von LNG-Terminals, von Fördermengen in den Ländern, die Erdgas produzieren, von Verflüssigungsterminals in diesen Ländern. Das sind alles sehr träge und zeitaufwendige Prozesse, um diese Infrastruktur aufzubauen. Und das schafft man einfach nicht so schnell.